whisky.de. Treffpunkt Feiner Geister. Herzlich willkommen in The Whisky Store, dem Treffpunkt Feiner Geister. Heute sind wir wieder mal bei Artbeck und zwar erneut beim Artbeck 10 mit 10 Jahren Alter. Und dieses Video drehe ich ein zweites Mal, da in dem alten Video die Verkostung ein bisschen knapp kam und es hauptsächlich um die Vorstellung der gesamten Single Malt Whisky Range von Artbeck ging. Artbeck ist eine sagenumwobene Kultbrennerei. Ein bisschen viel gesagt, da wird auch ein bisschen viel Kult drum gemacht. Artbeck produzierte lange Jahre, bis dann in der großen Rezession in Großbritannien, das war so 79 bis 85, die Brennerei schließen musste. Und erst 1989, meine ich, oder war es gar erst 91, jedenfalls in diesem Zeitraum, begann die Brennerei wieder zu produzieren. Und zwar damals noch unter der Herrschaft oder im Eigentum von Allied Domecq, einem internationalen Spirituosenkonzern. Und der fuhr die Brennerei wieder an und brannte wieder rauchigen Single Malt Whisky. Am Ende der Produktionsperiode, so ab 1975, 76, verwendet man nämlich immer weniger Malz, immer weniger rauchiges Malz, weil das Torfstechen einfach personalaufwendig war und Geld kostete. Und da wurde der Single Malt bei Artbeck immer weniger rauchig. Also wenn Sie nach einer alten Flasche von Artbeck suchen, vor 1975 sind sie sehr rauchig, danach sind sie weniger rauchig. Und nach der Schließungsperiode, also ab dem Jahr vielleicht 1990 ungefähr, sind sie dann wieder stark rauchig, weil man wieder frisch zu produzieren angefangen hat unter Allied Domecq. Und dann ist Allied Domecq hingegangen und hat die Brennerei Artbeck verkauft. Und zwar an das Unternehmen Glenmorangie PLC. Denen gehört die Brennerei Glenmorangie und damals auch noch die Brennerei Glenmorey, die mittlerweile auch verkauft wurde. Und die fingen dann wieder an, richtig intensiv, massiv zu brennen, bauten die Brennerei frisch auf, renovierten Mesh-Tannen, Brennblasen, Kondenser und so weiter und so fort und legten sich also nun mächtig ins Zeug, die Sache aufzubauen. Und zwar so stark, dass dann irgendwann ein ehemaliger Manager von Allied Domecq sagte, eigentlich hätten wir mit dem Bulldozer durch Artbeck durchfahren sollen, alles platt machen, weil jetzt baut die Konkurrenz hier eine Brennerei auf. Die macht uns Konkurrenz. Nun gut, man ist da nicht so, nicht immer so. Jedenfalls strengte man sich mächtig an und dann auf einmal, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann es war, war das so nach dem Jahr 2000, 2002, 2003 meine ich, hat dann Glenmorangie seinerseits oder die Besitzer, die Familie MacDonald, die Brennerei Artbeck an den Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moët Hennessy verkauft. Und jetzt vertreibt Moët Hennessy, der Spirituosenarm dieses Luxusgüterkonzerns, diesen Artbeck und lässt der Brennerei eigentlich wunderschöne Freiheiten und macht auch toll Reklame dafür. Und das ist auch der Grund, warum es mit Artbeck so vorwärts geht. Tu Gutes und rede darüber. Und genau das tun sie bei Moët Hennessy. Was ist zu sagen? Ja, Artbeck ist eine der, war vielleicht die erste Brennerei, die begann mit 46 Volumenprozenten ihre Single Malt Whiskys abzufüllen, nicht zu färben und nicht kühl zu filtern, also das maximale Volumen in diesem Single Malt zu bewahren. Und was mich an dieser Verpackung beim Artbeck wunderbar gefallen hat, ist auf der Rückseite steht so ein bisschen Geschichte über die Brennerei und über die ganze Insel Islay. Und hier sind die gesamten Konkurrenzbrennereien mit den Ortschaften alle aufgeführt. Also man ist Teil von Islay und nicht, eigentlich gibt es keine anderen Whiskys außer uns. Nein, so sind sie nicht, sondern sie sind eingebunden und man versteckt sich vor den anderen nicht. Und das macht sie eigentlich auch aus, dass man bei den Single Malts alle Single Malts probiert und nicht nur von einer Brennerei und da die Unterschiede kennenlernt und so fort.
Und die Marketingkunst ist es, dass man dann eine, zwei oder drei Flaschen mehr von der Brennerei kauft als von den anderen. Dafür muss man sich aber ranhalten und einen besseren Single Malt machen. So, der Artback 10, 10 ist Englisch, heißt 10, müsste fast jeder wissen, mit 10 Jahren, wurde also dann, ich glaube 1999, wieder vorgestellt. Gab es früher auch schon mal mit 40%, jetzt dann mit 46% wurde der neue vorgestellt. Und jedes Jahr wurden die Malt Whiskys, die in dieser Flasche aufgehen, halt ein Jahr älter. Und wenn man heute im Jahr 2011 so einen 10 verkostet, dann dürften die Single Malt Whiskys bereits aus dem Jahr 2000 stammen. Ja, man muss also möglichst weit hinauf möglichst junge Whiskys abfüllen, damit von den alten Whiskys viel überbleiben, damit wir möglichst bald auch einen 18-jährigen oder vielleicht 21 oder gar wieder 25-jährigen Lord of the Isle probieren können. Also hier kriegt man relativ vergleichsweise jungen, mindestens 10 Jahre alten Single Malt, der auch das Feuer, die Kraft der Jugend hat. So, es gibt auch immer eine schöne kleine Miniatur. Die reicht, damit man rausbekommt, ob man diesen Single Malt Whisky nun mag oder nicht. Aber man sollte eigentlich sich zwei von denen, von diesen kleinen Miniaturen zulegen. Dann kann man den Whisky richtig erfahren. Oder aber, wenn man Rauch im Whisky mag, dann kann man sicherlich sofort eine ganze Flasche davon kaufen. Oh, man wird ihn mögen. So, riecht schon ein bisschen rauchig. Im Gegensatz zu so manch anderem Single Malt Whisky ist dieser Single Malt zwar sehr rauchig, aber dennoch ausgewogen. Das ist nicht so ein vordergründiger Rauch, sondern da kommt schon Brennereiaroma, da kommt eine gewisse Fruchtigkeit mit, da ist ein tiefes, schweres Aroma mit drin. Leichte Trockenheit, aber der Rauch ist dominant, richtig dominant. Man kann jetzt schwer sagen, ist der jetzt ein bisschen süßlich, ist der jetzt ein bisschen fruchtig, ist der ein bisschen würzig, ist der ein bisschen trocken. Sehr ausgewogen, sehr voll. Das Aroma ist stark. Für mich ist er ein Tick süß. Das kann man übrigens feststellen, wenn man den Single Malt Whisky austrinkt. Dann stellt man ihn über Nacht hin und morgens ist er dann eingetrocknet. Und dann riecht man da dran und dann kriegt man diese typische Artback-Süße wirklich in die Nase. Und jetzt, wo ich mich dran erinnere, jetzt kann ich die Süße auch lokalisieren. Ja. So, jetzt probieren wir. Erst enorm süß und dann kommt uns ganz kräftig hinterher. Starke Würze, die 66 Volumenprozente drücken dahinterher. Ich meine Spur von Vanille von den Ex-Bourbon-Fässern zu spüren, in denen dieser Single Malt reift. Sehr intensiv, sehr voll im Mund, sehr warm. Ja, und die Süße und das Malz, ja, ist jetzt zu spüren. Ja, mir gefällt der Single Malt Whisky sehr, sehr gut. Da muss ich auch ein zweites Mal probieren. Das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Sehr schön. Toll. Würzig. Zu diesen 10-Jährigen gibt es jetzt immer eine Kollektion, wahrscheinlich bedingt durch diese französische Muttergesellschaft, Louis Vuitton, Moët Hennessy, eine Kollektion weiterer Single Malts, die ähnliches Alter aufweisen, wie zum Beispiel ein Corrie Reckon
oder ein Supernova, die alle etwas andere Aromen in den Vordergrund stellen. Aktuell herausgekommen ist der Artbeck Alligator, den ich jetzt auch demnächst hier mal besprechen muss. Wird einer der nächsten sein, die ich probiere. Und so wird dieser 10-Jährige durch eine Reihe von zeitweilig vorhandenen Single Malt Whiskys ergänzt. Es gibt nur ganz wenige Single Malts von Artbeck, die beständig da sind. Einer davon ist der Ugedal. Der ist in Fassstärke, also nochmal kräftiger, wird aber zusätzlich durch Sherryfässer etwas abgemildert. Der hat also vielleicht 10-15% Sherryfassanteil drin, macht ihn etwas milder, etwas runder, etwas weicher und nicht so ungestüm wie der 10-Jährige. Ja, Artbeck ist immer ein Versuch wert und ich freue mich auf weitere Abfüllung von Artbeck und ich freue mich auch, wenn Sie bei uns im Shopsystem nach dieser Flasche und nach den begleitenden anderen Flaschen von Artbeck sich umschauen. Herzlichen Dank fürs Zusehen.